bevor man angefangen hat, über die nationalsozialistische Vernichtung der Juden, Jüdinnen zu sprechen, hat man überhaupt nicht über andere Verbrechen geredet und war gar nicht so, dass da der Kolonialismus irgendwie aufgearbeitet wurde oder andere Formen von Rassismus. Es hat sozusagen vor diesen Auseinandersetzungen schon eine Erinnerungskultur gegeben, die nämlich die Deutschen eigentlich als Opfer des 20. Jahrhunderts sieht. Und dazu gehören übrigens immer auch die Diskussion um die verlorenen Kolonien und nicht nur um die verlorenen Provinzen im Osten. Es geht gerade darum, um das umzuinterpretieren, weil wir halt in eine andere Gesellschaft leben. Also es ist nicht mehr der 80er Jahre der Bundesrepublik. Wir leben in einer diverse Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die viel mehr die Minderheiten um Anerkennung kämpfen. All das Widerständige, all das, wo wir in Kontroversen auch sind, hat sehr oft etwas mit Fremdmarkierungen und Fremdzuschreibungen zu tun. Das ist in uns alle eingeschrieben. Die Geschichte von Exklusion, die Geschichte von Antisemitismus, die Geschichte von Rassismus, von antischwarzen Rassismus, ist in uns alle eingeschrieben. Dann wollen wir immer gleich Leid vergleichen, was ist schlimmer oder was ist nicht schlimmer. Aber darum dürfte es nie gehen. Leid ist immer schlimm. Diskriminierung, Rassismus, egal welcher Form, Antisemitismus und antischwarzer Rassismus gegen andere Minderheiten ist immer schlimm. Und es geht nicht darum zu sagen, das eine ist wichtiger oder weniger wichtig oder schlimmer oder dies oder jenes. Es ist so, wie es ist, valide und es existiert. Und dass das eben auch Positionen sind, die einen Backlash erfahren haben. Also dass es da einen massiven rechten Backlash dagegen gab, wie schwarze Menschen in dieser Gesellschaft sich jetzt positionieren und wir auch die ganzen Diskurse des letzten Jahres nicht unabhängig davon betrachten können. Das bedeutet konkret, dass zunehmend ein Diskurs, der Antisemitismus und antischwarzen Rassismus gegeneinander ausspielt, auch in diesem Kontext betrachtet werden muss. Solidarität ist für mich konkreter gefasst vielleicht, konkreter gekoppelt an konkrete Kämpfe in der Gesellschaft und auch an gemeinsame Ziele, eben diese Verbindung nicht nur in den gegebenen Verhältnissen zu sehen, sondern sich auch klarzumachen, dass unter diesen Umständen, unter diesen gesellschaftlichen Verhältnissen ein gutes Leben für alle, ein Leben ohne Rassismus und ein Leben ohne Antisemitismus wahrscheinlich nicht möglich ist, weil es eine ungleiche Verteilung von Reichtum gibt, weil es einen Kampf um Deutungshoheiten gibt, weil es wirklich hier um Verteilungsfragen geht. Zum einen sind Bildungskontexte, auch wenn sie sich selbst als emanzipatorisch verstehen, als kritisch, als selbstreflexiv, natürlich nicht frei von, selbst nicht frei von Dominanzstrukturen und auch nicht frei von gesellschaftlichen Macht- und Unterdrückungsverhältnissen. Wenn Menschen mit unterschiedlichen Betroffenheiten in einen Austausch gehen, erfordert das, sich gut zuzuhören und aushalten zu können. Vor allem aber besonders empathisch zu sein. Es braucht die Bereitschaft, sich öffnen zu können für die Perspektive der anderen, um zu verstehen. Nämlich die Wissensproduktion aus diesen aktivistischen und aus den Kämpfen sozusagen mitzunehmen und zu sagen, was machen wir jetzt damit? Was sind diese jahrelangen Forderungen? Das ist ja keine neue Forderung. Das ist jetzt 20, 30, 40 Jahre, die Menschen auf die Straße gegangen sind und gekämpft haben dafür. Wenn wir emanzipatorisch denken, dann sollen wir das auch tun. Und zwar von allen das Gleiche verlangen. Nicht herkunftsbezogen denken, sondern phänomenbezogen denken. Wer ein Antisemit ist, muss ein Antisemit genannt werden, egal welchen Background er hat. Und das Gleiche gilt ohne Wenn und Aber für jemanden, der Rassismus verübt.